Zwar, wenn du bei YouTube in den Kommentaren oder im Video sagen würdest, dass du auch Twitch machst, dann würden mehr Leute nach Twitch kommen. Ja, das stimmt. Hast du recht. Aber ist das nicht das gleiche, wie wenn ich zu den Leuten sage, abonniert meinen Kanal? Wenn ich ihnen das sagen muss, damit die rüberkommen. Ich meine, jeder, der ein bisschen IQ hat, weiß ja wahrscheinlich, dass ich auf Twitch streame, oder? Wenn die sehen, dass ich da mit Chat rede und so weiter. Wenn ich es dann auch noch extra sagen muss, ist das nicht das gleiche Prinzip? Es ist nicht genau das gleiche, es ist ein bisschen harmloser, aber es ist auch ein bisschen so. Ja, vielleicht wissen es manche nicht, aber Keine Ahnung. ich denke, es ist das gleiche Prinzip. Es ist nicht so schlimm, aber wenn ich halt sagen würde, dass die Leute auf Twitch kommen sollen, dann machen das auch dann viele Kinder wahrscheinlich auch, nur weil ich es sage, denke ich mir. Aber wenn ich nichts sage und dann kommt jemand in den Chat plötzlich, dann kannst du davon ausgehen, dass der schon ein bisschen bleibt. Für immer oder auf jeden Fall länger. Ey, yo, Mama, was geht? Geiler Schnauze, Alter. Ist hier keiner? Doch. Wo ist der? Ey, yo, Mann. 16, oh nein. Ich bin der Also 10. Steuerberater. Sie sind der Steuerberater. Ja. Wenn Sie der Ja, guten Steuerberater Tag. sind, müssen Sie trotzdem warten. Genau. Nein, ich bin der Steuerberater vom Präsidenten und die Steuern können nicht warten. Das Finanzamt Ach ist an. so. Vom Präsidenten sind Sie der Steuerberater. Natürlich. Das Finanzamt ist vor der Tür. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das Finanzamt ist vor der Tür. Natürlich, natürlich. Aber Sie sehen doch, ich habe gerade zu tun. Und wenn Sie Ihr Visum nicht bestanden haben, können Sie hier auch nicht rein. Ich habe ein exklusives Visum in Gold. Exklusives Visum mit Gold. Ja, soll ich es Ihnen zeigen? Ja, zeigen Sie mal das. Natürlich, hier, bitteschön. Können Sie sich einmal durchlesen. Ja. Sie stehen Perfekt. nicht auf meiner Liste tatsächlich. Das müsste aber so Ich sein. bin ein guter Schlauch. Du Das heißt, siehst doch es hier sind. die Steuerbescheinigung etc., dass hier gemacht werden muss. Der Herr Ja, ich hier. sehe das. Pimmel, die sind sehr RP-unfähig. Aber das Problem an der Sache ist, sie stehen halt immer noch nicht auf meiner Liste. Hol mir den Präsidenten. Sofort. Den Hol mir Präsidenten den. soll ich holen. Natürlich. Der ist Der weiß aktuell Bescheid. nicht da. Ja, der weiß Bescheid. Ja. Wie, der weiß Bescheid. Der weiß Bescheid. Die Unterlagen stehen doch hier. Ja, aber Hier ist nur seine weil Sie Unterschrift. Unterlagen Hier haben, ist die seine nicht mit meinen Unterschrift. Schau. übereinstimmen, kann ich doch nichts machen. Schau, hier ist seine Unterschrift. Eine Unterschrift. Ich habe auch viele Unterschriften heute schon gesehen. Ach Gott, halt deine Fresse, yo. Dann beeil dich, du Stück Scheiße. Ich hoffe, du hast für den Haarschnitt kein Geld bezahlt. Alter, was ein Kock. Es ist halt einfach absolut gar kein IP. Oh Mann, ey. Hallo, können Sie mal was machen? Was ist das denn Hier hier? ist ein Troller, hier ist ein Troller. Helfen Sie mal. Oh Mann. Oh, nice. Scorcher, was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Alter, das sieht aus wie das Fahrrad von Jürgen. Oh Gott, ey, so eine Scheiße. Man darf nicht absteigen. Ah. Mein Fahrzeug ist auch weg. Alter, wie furchteinflößend, ne? Dieser Ort, wo man ist. Alter, sehr furchteinflößend. Ich finde diesen Ort einfach gruseliger als Phasmophobia. Oh, da hat wohl jemand gewittert, dass da irgendwas hier offenbart wird. Das altbekannte Schema kennen wir ja. Moonwalk. Der Projektleiter hat mich gebannt. Egal, komm, lass mal schnacken. Sachlich. Vielleicht kommen wir hier auf den Nenner. So, ich mache den Shop schon mal auf, bevor ich gebannt werde. Damit ich den schon mal parat habe. Was geht? Warum hast du mich gebannt? einfach so, Bruder. Lust und Laune. Wie, du hast eine Sau, Nein, alles gut. Nee, ich habe einfach einen permanenten Community-Ausschluss. Also, ich finde, du passt hier nicht zu der Community einfach. man hört dich im Stream hinterher auf YouTube, bist du einverstanden? Nein, Bruder. Ja, okay, machen wir Stimmverzerrer drauf. Aber warum hast du mich gebannt? Einfach so? Einfach so? Darf ich was fragen? Nein. Was? Er fragt. Also, du hast keinen Grund? Einfach so? Also, ich habe schon einen Grund. Permanenter Community-Ausschluss. Aus welchem Grund denn? In unserem Regelwerk steht, dass nur ausgewählte Personen, die auch zu der Community passen, auf dem Server spielen dürfen. Und du bist nicht einer der ausgewählten Personen, deswegen das ist erstmal ein Regelbruch und deswegen ein Bann. Was habe ich denn für einen Regelbruch gemacht? Was du gemacht hast? Ja. Ja, du bist auf dem Server gejoint, obwohl du keine ausgewählte Person bist. Wie, was laberst du, ja? Was laberst du? Ja, du wolltest noch was fragen, was ist denn die Frage? Nee, ich habe da gar nichts gemacht. Warum warst du mich denn ohne Grund? Weil ich auf dem Server gejoint bin oder was? Ja. Hä? Darf ich auf den Server joinen oder was? Der ist doch offen. Ich hab ja nicht mal eine, man muss ja nicht mal die Allowlist-Klick machen. Ja, aber das sind so die Regeln bei uns, ne? Also du willst Aufmerksamkeit, das ist dein Ding. Ne, eigentlich nicht. Ja. Warum Shop aufmachen, wenn ich fragen darf? Hast du was zu verbergen oder was? Ne, eigentlich nicht. Sicher, warum fragst du denn so? Ich frage einfach nur so, weil es irgendwie dumm ist. Warum Shop aufmachen? Macht ja gar keinen Sinn, so. Um deine Preise zu checken, wie das System ist. Ah, ja. Darf ich dich was fragen? Fuck. Meine Frage an dich ist, das ist ja dein Shop, ne? Ja. Warum kostet dieses Auto hier 95 Euro? Bruder, ich habe einfach nur mal so Preise gemacht, weißt du? Okay, ich verstehe. Dürfte ich dich fragen, wie viel du bezahlt hast für das Skript hier? Bruder, gar nichts. Wofür soll ich dafür bezahlen? Kannst du Ist ja denn nicht. kostenlos im Ja. Internet verfügbar. Ich verstehe, aber kannst du nicht wenigstens den Aufwand machen, ein anderes Bild zu nehmen, statt wo du es runtergeladen hast? Mach dir doch mal ein bisschen Aufwand, wenigstens. Für 95 Euro kann man doch ein bisschen erwarten, dass du wenigstens das Auto selber ein eigenes Bild machst, oder? Ist ganz simpel gehalten, was soll ich sagen, wenn da ein gutes Bild verfügbar ist? Du bist der Erste, der es erwähnt. Ja, aber ist dir das nicht peinlich, dass du hier einfach in Fivefem das hier eingibst, hier, zack, runterladest und sogar das Bild kopierst und dafür 95 Euro verlangst?
Eigentlich gar nicht, Wenn du ne? nicht mal den Aufwand betrieben hast, ein eigenes Bild zu machen? Ist mir nicht peinlich, nein. Gibt es Leute, die das kaufen? Tatsächlich. Ja, tatsächlich, solche Idioten gibt es? Also, wenn sie Idioten für dich sind. Natürlich sind das Idioten für mich, Alter. Ich brauche die anderen ja gar nicht weiterzugucken, ne? Wenn das teuerste schon kopiert wurde, kann ich davon ausgehen, dass die anderen einfach Ja. auch kopiert hast. Alle Bilder hast du wahrscheinlich kopiert, ne? Ja. Schämst dich auch nicht, oder? Nein, gar nicht. Hä, warum soll ich mich schämen? Schade ich jetzt damit jemanden so? Ich finde Sogar. schon, dass du die Leute, die auf dem Server RP machen und auf dem Server quasi gebunden sind, weil die ja schon RP dort angefangen haben und schon was aufgebaut haben, damit quasi ein bisschen das Geld aus der Tasche ziehst, ne? Ja, ich ziehe den Geld aus der Tasche. Sie müssen ja tatsächlich bei mir auf dem Server Autos kaufen. Sie sind ja dazu verpflichtet. Ja, natürlich. Das Auto ist Ja. schneller als normale Autos. Nein, Alter, die bestimmt ganz auf normalen Autos sind Geschwindigkeitszone. genauso schnell wie die hier. Vielleicht Abweichung 40 km/h. Ich dachte, das wäre gleich. Wie soll man denn gleich betrachten? Also nicht jedes Auto fährt auch bestimmt ein Auto 240 und ein ganz normales Auto von GTA fährt 240. Du stellst ein Auto rein, was schneller ist als die normale, und dann sagst du, zwinge ich die Leute dazu, dass sie es kaufen? Ich zwinge die Leute nicht dazu, man kann das ja auch im Game erwerben, ganz einfach. Diese Autos, die du dir zur Verfügung stellst. Ja, kann man einfach bei Spielern abkaufen zum Beispiel. Wie denn, für Mal 200 gespawnt? Millionen? Nee, Digga. Bestimmt für 2, 4, 5 Millionen. Könnt ihr euch daran erinnern, wo ich letztes Mal das aus dieser Seite so geguckt habe und die Leute bei, dass es nicht von da ist? Bruder, hier ist weiß, er hat es einfach eins zu eins kopiert, Alter, was ein Huren. Hätte das Bild einfach kopiert. Okay, wenn du meinst, dass ich ein Huren bin, dann. Ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist. Alter, das ist ja echt jämmerlich, Alter. Du ziehst dir gratis Scripts hoch, ziehst dir die Bilder sogar runter einfach, verkaufst das einfach für fast 100 Euro. Also ich finde auf jeden Fall, dass du sehr erwachsen bist. Wie alt bist du? Was für Erwachsen, was redest du? Hör auf abzuweichen. Beleidige ich gerade deine Mutter? Warum gehst du Alter, auf meine Mutter? guck mal, er hat nichts, er hat nichts. Er ist der größte Abzocker mit irgendwelchen Ja, Gratis-Ding. Bruder, ich bin der Er schweift größte dort Abzocker. auf diese Sohn. Also ich nenne ihn kurz Huren, so, was jeder zweite heutzutage einfach so aus Spaß sagt. Er schweift direkt auf dieses Sohn. So in jemaligen Zustand ist er gerade. Er hat nichts anderes als Ja. dieses Sohn. Er versucht komplett auf dieses Sohn jetzt drauf zu gehen. Hey, beleidigst du jetzt deine Mutter? Warum Bruder, bleibst du denn nicht beim ich bin auch Thema? ehrlich, ich Warum bleibst du verkaufe nicht mein beim Auto, das Thema? kann man kostenlos im Internet holen, aber auf Ernst, ich schade doch damit niemanden. Wenn es Leute kaufen, warum sollte ich es nicht machen? Zieh Leute damit nicht ab, man kann das auch einfach kostenlos im Internet kaufen und einfach irgendwo auf einen anderen Server raufpacken, auf seinen eigenen Server. Ich schade damit niemanden so auf den, weißt du? Das ist traurig einfach, finde ich, ja. Ja, wirklich sehr traurig. Bruder, wen juckt deine Meinung eigentlich? Was? Darüber hat doch gar keiner geredet. Ja, du Meinung ladest etwa? sie einfach als Skript runter und Ja. bezahlst du Steuern überhaupt? Normal, Digga. Also nicht ich. Alles läuft natürlich gerade über meinen Vater. Und ja, Steuern werden gezahlt. Hast du alle Bilder kopiert? Auch die hier? Ich glaube, sehr viele Bilder sind kopiert, ja. Also alle eigentlich. Weil qualitativ hochwertige Bilder sind halt schwer so zu machen, weißt du? Muss man externe Grafikmods nehmen und sowas, weiß ich. Aber warum denn Nicht 100 so viel Euro? Arbeit. Warum machst du das nicht wenigstens für 20 Euro? Digga, Hast ich. du auch deinen Ganz Gewinn? ehrlich. 20, 30 Euro. Aber warum denn 100 Euro? So ein immens teurer Preis. Bruder, sind doch auch Autos für 30 Euro, 40 Euro. Muss ja nicht jeder kaufen, weißt du? Wie gesagt, ich schade damit niemanden. Wenn jemand sagt, Bruder, ich gebe gerne 95 Euro aus. Dafür habe ich ein geiles Auto, IC, was weiß ich. Dann soll er das so machen, so. Am Ende schade ich nicht damit jemanden, weißt Du schadest jeden Einzelnen, der auf deinen Server zockt und kein Geld hat und normales RP macht. du? Eigentlich nicht, nein. Natürlich, weil andere Leute, die Geld haben und dumm genug sind, das zu kaufen, haben Vorteil, haben schnellere Autos und schönere Autos. Hä, wo schade ich denn die Leute? Denkst du, die kriegen jetzt Depression, weil die Autos nicht kriegen? Ach, Eins, zwei du Wochen bist von aus Held. 6V oder was? Ja, 6V. Was ist denn aus 6V passiert? 6V, Bruder, ich hab mir so gedacht. Ja, mach ich mal was Neues. Ist 6V weg oder was? 6V ist noch da, ja. Ach. Aber null Spieler. Also, ist ein bisschen tot. Ach so, deswegen der Projektausschluss wegen 6V-Vergangenheit, die wir hatten. Warst du damals auch der Projektleiter, als ich da war? Ja. Ich kann mich gar nicht an dich erinnern. Also nur ganz halb. Warum hast du den Server geschlossen? Warum nicht, Digga? Wie lange hast du den Anfangsding. Server? 2 Jahre. Okay, dann habe ich eine Frage an dich. Ja, sag. Zwei Warum? Jahre lang haben die Leute da drauf gezockt, RP gemacht und so viele Autos gekauft, so viel Geld ausgegeben. Was mit dem ganzen Geld passiert? Haben die Leute noch was davon? Die haben auf jeden Fall noch was davon. Also die können auf jeden Fall noch auf den Server joinen. Der wird auch bald weitergeführt. Mit null Spielern? Der wird auch bald weitergeführt. Bald kommen Updates. Der Discord wurde bis eben noch gecreeft, also weil da noch alte Teamer da waren und so. Aber der wird auf jeden Fall noch weitergeführt. Bald werden neue Updates drauf gemacht. Also den Server gab es 2 Jahre und ich gehe davon aus, dass in 2 Jahren da bestimmt schon über 100.000 Euro ausgegeben wurde. Oder nicht? Keine Ahnung, Bruder. Also ich weiß jetzt die Zahl selber nicht. Aber ja.
Entbarm mich mal und lass mich mal die Autos testen, wie schnell die sind. Ja, gerne. Ich finde das generell traurig, wenn ein Server geschlossen wird. Ich hab's ja nicht geschlossen. Ja, oder der stillgelegt wird oder irgendwie keine Spieler mehr drauf sind. Generell ist das sehr oft so. Sei es bei Exodus V, sei es bei Smoke V oder welcher Server es da noch gab, die sehr lange bestanden haben, dass die Leute so viel Geld bezahlt haben. Klar, die Leute sind dumm, dass sie sowieso schon so viel Geld ausgeben für Autos. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wer bei dieser Geschichte trauriger ist. Derjenige, der das anbietet oder derjenige, der es kauft. Ich glaube, beide sind schlimm, oder nicht? Es stimmt schon, die Leute sind gar nicht gezwungen, diese Scheiße zu kaufen, aber die werden schon auf eine Art und Weise ein bisschen in die Richtung gelenkt. So, beide sind traurig, aber ich sag ehrlich, auf 6V, da waren wirklich Autos sehr schnell, aber auf 6V musstest du kein Auto kaufen. Das wird auch hier bald der Fall sein, vielleicht am Anfang. Ich biete es einfach nur an, ich mache damit einfach ja Cash, Digga. Ich sag ja auch nicht mal, dass ich das Geld für den Server alles investiere. Bruder, ich kaufe mir auch gerne mal irgendwas. So, ich kaufe mir ja auch gern was für mich selber. Irgendwie mal vielleicht ein neues iPhone oder so. Oder eine Rolex, oder? Oder Rolex habe ich noch nicht. Ich habe schon mal überlegt. Noch aber nicht, aber kommt bald, denke ich auch nicht. Ich bin halt nicht so ein Typ, so wie bei sehr vielen anderen Servern. Ja, alles wird für den Server investiert. Also in den Server investiert. Das ist wirklich meistens Lügerei. Mist entbannt kannst du ja testen, wenn du willst. Hattet ihr dich bei 6V auch Regel für 2000 Euro? Oder 1000 Euro? War das nicht 6V? Hä? Nein, nein, das war, glaube ich, GVRP, den meinst du, glaube ich. Aber wir haben sowas nicht abgezogen, nee. Da war schon ein bisschen Moral irgendwie, wäre da ein bisschen schon geschädigt. Irgendwelche Ränge für Geld, da gab's doch irgendwas. Also offiziell haben wir sowas nie verkauft, auch inoffiziell nicht. Aber wir hatten schon mal einen Team da, der hat das hinter meinen Rücken gemacht. Kann ich einfach nichts dafür, so, es gibt immer solche Leute. Und der hat einfach für 10er oder so einfach jemanden einen Uprank gegeben. Und der wurde dann halt gekickt. Ihr habt auf jeden Fall Ränge verkauft, ich weiß das doch. Ich selber habe noch nie Ränge verkauft. Wir hatten einmal einen Teamler, der war, glaube ich, Teamleitung oder irgendein, ich weiß nicht. Der hat für 10 Euro irgendwie Upranks verkauft. Und ja, der wurde dann halt weggebannt. Du zockst auch ein bisschen die Leute ab für solchen Content. Subscriber da lassen. Ist auch irgendwie schon eine Abzocke, muss man ehrlich sagen. Red weiter. Was meinst du? Alles gut. Red weiter. Ich weiß ganz genau, dass du Ränge verkauft hast. Du hast es auf Discord gemacht. Komm, erzähl weiter. Was mache ich? Womit zocke ich die Leute ab? Ja, erzähl doch. Womit zocke ich die Leute ab? Was denn? Ja, du hast kein. Also, ich habe nie erwähnt, dass du Leute abgezogen hast. Das hast du gerade gesagt. War ein Joke. Arter Humor. Klar, was du für eine Scheiße, ja. So, was ist das hier? Cesar Abi. Sie wurden weggenommen, da 6V keine Supporter benötigt. Der Server ist tot. Ich dachte, der Server geht wieder hoch, meinst du? Ich hab ja. Der Server ist gerade tot, oder? Ja, aber du hast doch gesagt, der ist nur kurz. Wir werden jetzt nicht bei zwei Spielern in der Prime 10 Supporterkräfte brauchen. Also, bis sich der Server aufbaut und Updates kommen, wird sich da vieles noch ändern, auf jeden Fall. Kennst du Xenox? Keine Ahnung, ich habe so viele Namen schon gehört. Ein Teamler. Erinnerst du dich? Nee. Sicher? Weil wenn ich jetzt was zeige, blamierst du. Ich sag's lieber jetzt. Kennst du den? Bruder, ich sag dir auf Ernst, ich kenne den nicht. Mufasa. Mufasa kenne ich. Der hat, glaube ich, auch Ränge verkauft. Also nicht er, aber ein Kollege von ihm, Enemy. Er schreibt, das ist der Teamleitung, die Ränge verkauft hat. Mufasa hat die Ränge verkauft. War vor kurzem noch Sub, bin seit 1,5 Jahren Sub da gewesen, alles mitbekommen, aber bitte nicht Namen sagen, soll geheim bleiben. Brahim hat anscheinend auch Ränge verkauft. Ja, Bruder. Jetzt haben wir 3. Ich dachte, es war nur einer. Es waren bestimmt auch 4 oder so. Ich dachte, der Server kommt wieder hoch. Ich dachte, die Leute haben nicht umsonst Geld ausgegeben. Also die Leute, die da auf deinem Server so viel Geld ausgegeben haben, ist also doch umsonst, weil der Server weg ist. Du schreibst, ich benötige keine Supporter mehr. Also das hört oder sich nicht so an, als hättest du Bock, wieder den Server hochzufahren. Ich brauche ein bisschen Zeit dafür. Der Shop von euch ist noch online, das sehe ich. Waffenskins 15 Euro, Tierrechte für 90 Euro. Was ist das? Was heißt das, Tierrechte? Da kann man so Tiere spielen. Also wie gesagt, ich schade ja niemanden damit. Also bis jetzt hast du schon 3-4 Mal gelogen. Du hast gesagt, es hat nur einer die Ränge verkauft. Du hast auch gesagt, dass der Server wieder hochfahren wird, dass der wieder laufen wird, dass die Leute das nicht umsonst ausgegeben haben, aber du hast dir was anderes geschrieben. Ich kann mich daran erinnern, dass Leute auf dem Server Ränge hatten. Was meinst du mit Ränge? Keine Ahnung, sowas wie beispielsweise Emirate und so, diese Rubine, so solche Scheiße, aber das hieß anders, aber da gab's vielleicht... Ach, das meinst du? Das hatten wir, ja, aber wir hatten nicht Emirate. Man hat den Rang Shopstage Infinity bekommen, ab 250 Euro Ausgaben. Hat man? Ja, hat man. Also wenn man 250 Euro ausgegeben hat, hat man also einen Rang bekommen. Ja. Und ich dachte, du bekommst keine Ränge für Geld. Habe ich auch nie gesagt. Ich dachte, du meinst Teamränge. Hä, nein, wer redet denn von Teamränge? Was laberst du? Schade ja den Leuten am Ende. Das schade ich ja einfach nicht, so weißt du. Kann man noch auf deinen 6V-Server drauf? Ne. Die links ist abgelaufen. Kann man nicht mehr rein? Man kann rein, aber man braucht eine Einladung. Kannst du meine schicken?
Keine Ahnung. Du hast doch eben gesagt, dass der Server offen ist, wie er drauf kann. TXP finde ich doch gar nicht mehr in der Pfeifenliste. Der ist gerade auch tot. Also der Server ist gerade down wegen Anti-Cheat-Problemen. Du hast doch eben gesagt, nur Spieler, aber man kann ja noch drauf. Ich habe auch eben gesagt, dass der Server tot ist. Wo sind denn die ganzen Import-Autos, die 1000, 100.000 Euro, die die Leute ausgegeben haben? Wo sind denn die? Ja, die sind in der Datenbank. Ja, warum kann man denn nicht auf den Server drauf? Der Server ist ja weg. Der Server hat gerade Probleme mit den Anti-Cheat. Deswegen kannst du auch nicht mehr auf den Discord drauf, ne? Aber geh mal auf deine Rollen von dem Server. Geh mal auf alle Rollen, zeig mir mal die Rollen, was es für Rollen gab. Geh mal runter. Was willst du denn jetzt? Geh mal runter. Geh mal lange runter. So, es gibt hier einer, der... Geh zurück. Geh wieder zurück, zeig mir das wieder. So, ein Shop-Customer sind 64 drin, bei einem anderen sind 110, bei einem anderen sind 181, bei dem anderen sind 305, bei dem anderen sind 46. Du musst dir vorstellen, Warte, Shop-Headlights gibt es 39 Stück. Shop-Customer wieder, Shop-Customer 198. Ich glaube, das waren die Ränge, die du umgeändert hast. Hä, was denn? Es gab Donator-Ränge auf jeden Fall. Donator-Ränge gab's ja. Was ist das hier? Oder das ist doch nicht echt. Die Preise sind zu teuer. Nein, das ist nicht echt. 5000 Euro, Bruder, wenn du faken willst, dann hättest du es ein bisschen besser faken sollen. Diese Preisliste kann doch nicht real sein. 5000 Euro für Moderator, Support, als ob der... Solche Preise für Test-Supporter, 3500 Euro, Bruder, ich bitte euch, ja. Schau mal, ich zeige euch, wie das geht. Das ist nicht schwer. Guck mal, dafür braucht ihr nur Paint, wartet. Ich zeige euch, wie leicht es ist, sowas zu faken. Guck mal, wie lange ich dafür brauche. Komm, wir machen aus dem Rang jetzt 50.000, okay? Wie leicht das ist. Mit Paint kriegst du sogar hin, am Anakim. Kopieren, einfügen. Eine Lücke zu viel. Ja. 50.000 kostet der Rang jetzt. Bruder, für so eine Scheiße brauchst du 2 Sekunden. Das ist nicht schwer. Natürlich, ich habe es jetzt ein bisschen unprofessionell gemacht, aber ich muss natürlich ein bisschen Seite rechts schieben, damit das gleiche Linie hat. Jetzt hat es nicht passt, aber hier, jetzt kostet ein Rang 50.000. Vielleicht gibt es jemand, der solche Ränge auch verkauft. Es kann auch einfach sein, dass man einfach das Logo kopiert und hinzufügt. Ich bin da mal weg, ne? Warum denn? Wir sind da noch ein bisschen durchstöbern. Hast du Angst, dass wir was finden oder was? Oder wenn du willst, kannst du ja weiter suchen, aber ich muss ja nicht dabei sein. Okay, dann haust du rein. Also, wir wollten das Auto doch testen, die Schnelligkeit. Ja, kannst du gerne auf den Server kommen. Musst mich hochholen. Welche müsstest du testen? Für 95 Euro. Ich habe ausgepackt, ne? Aber du hättest trotzdem wenigstens eigene Bilder benutzen können, wenn du schon so viel Geld verlangst. Ja, ich könnte auf jeden Fall. Früher habe ich das gemacht und bei dieser Situation, wir haben ein Wettersystem, also Realtime-System, und früher habe ich das immer mit einer Uhrzeit gemacht, die immer gleich passt, damit das Lichtverhältnis immer gleich ist. Aber gerade hat das Wettersystem dann nicht so richtig gepasst und ich habe es versucht und dann hat es nicht gepasst. Und dann habe ich einfach Bilder aus dem Internet genommen, weil es dann einfach viel einfacher war in diesem Moment. Ich hatte auch 2 Bilder normal einfach gemacht, aber das Wetterverhältnis war bestimmt ein bisschen unterschiedlich. Der Licht und Schatten war bestimmt bei den anderen Bild etwas anderes. Für diese Scheiße wird's 100 Euro? Ja. Der fährt ungetunt 300. So, zeig mir mal das Auto aus. So, wo sind die Autos? So, das beste Auto, welches ist das? Gib mir mal Geld. Gib mir mal 200 Millionen oder so direkt. Jetzt ich mach ein Warte. Gib mir doch gucken. Einfach, verdammt. Du wirst mich danach werde ich doch sowieso nie wieder drauf kommen. So, wie kann man jetzt hier Imports kaufen mit Geld? Ach, scheiße. Ja, bann denn doch. Wie kann ich denn jetzt die Import-Autos kaufen? Bro, das heißt doch selber. Ja, wie denn? Wie kann man die kaufen? Die, was denn? Warum kickst du denn nicht und bannst denn nicht? Bro, ich hab jetzt auch hier. Warte, ich bann ihn direkt. Alter, der fährt 200, du machst doch wohl Witze. Bruder, ich habe jetzt einfach irgendein Auto ausgepackt. Der fährt 200, verfickte Scheiße. Alter, selbst mein Smart fährt im Real Life schneller. Ja, du lachst, aber ich mein das ernst. Ist halt GTA, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach jetzt nicht drauf geachtet. Gib mir ein anderes Auto, warum ist er so langsam? Du willst mir nicht erzählen, dass du das schnellste Auto ist, was du kaufen kannst. Ich habe jetzt einfach irgendein Auto ausgeparkt, das schnell aussieht, Digga. Alter, der fährt so schnell wie mein Fahrrad. Das Handling ist ja auch so schlimm, ne? Alter, ich komme ja nicht mal gefühlt über 200. Alter, 210 ist das Maximum. Aber das ist auch nur, wenn du deinen Arsch verkaufst. Also die normalen Autos, die ohne Geld kaufst, fahren 200 und Importautos fahren 300. Ja, ehrlich, aus welchem Grund hast du mich gebannt? Wegen der 6P-Geschichte, oder? Einfach nur aus schlechter Erfahrung. So, früher hast du auf den Server gefreut, als auf dem 6P-Server. Ganz früher, ich weiß nicht. Anders war bestimmt vor einem Jahr und deswegen habe ich auch einen Bann ausgesprochen. Donate Fahrzeuge sind auf jeden Fall viel, viel schneller als die normalen Fahrzeuge. Es gibt auf jeden Fall eine Bevorzugung für das Geld. Das ist safe. Ja, klar, es ist safe. Ich sag auch nicht, dass es kein Pay-to-Win ist auf dem Server. Also, ich glaube,
auf jeden Fall im Server treten würden. Du gibst es, also. Ich gib's natürlich zu, hä? Wenn jemand sagt, Bruder, Server ist pay to win, dann sage ich natürlich pay to win. Was ist das Auto, was da drunter ist? Eine Stufe darunter. Solange ich halt niemanden schade, werde ich auch. Kannst du mir den geben? Der müsste jetzt nach meinen Berechnungen 280 fahren. Bisschen weniger. Ja, desto mehr man bezahlt, desto schneller wird das Auto. Habe ich mir gedacht. Ja, der fährt so 260. Ja. Oder fährt er auch 300? Nein, der fährt keine 300. Guck, der fährt jetzt 270, 80. Also, desto mehr du bezahlst, desto schneller wird das Auto. Ich kann dir auch ein Auto geben, das auch schnell fährt und günstig ist. Soll ich dir machen? Ja, das Auto ist aber jetzt hier ein bisschen langsamer als das andere. Ich gebe dir ein Auto. Willst du haben? Welches Auto? Das auch preislich okay ist. Wie, und was ist der? Fährt. Okay, ich gebe dir mal einfach Tesla. Ja. Was kostet der? 51 Euro. Alter, du hast doch eben gesagt günstig. Ist also auch 50 Euro. Alter, der fährt 220. Fährt er wirklich? Okay, das war mein Fehler. Warte. Hast du außerdem vergessen, die Geschwindigkeit hochzupegeln, wa? Nein, ich hab links. Warte. 50 Euro. Sehr stark ist. 20, 30 km mehr. Das hört sich ja nachher einen schnappern. Das hört sich wirklich nach einen schnappern. Alter, wenn man so drüber nachdenkt, was ich hier mache, ist so eigentlich voll lustig, ne? Ich teste die Server-Import-Autos. Irgendwie auch traurig. Warum traurig? Damit sollst du Schwänze halt nicht einfach die Leute verarschen können, ne? Für 90 Euro und. Sag mal bitte, wo verarsche ich denn die Leute? Hau mal raus. Es ist natürlich eine Verarsche auf eine Art und Weise. Dann sag mal, argumentier das doch mal. Der Server wird irgendwann so nicht mehr existieren. Dann haben die Leute umsonst erstens Geld ausgegeben. Sixfield hat ja auch 2 Jahre existiert. Da gab es bestimmt den einen oder anderen, der seit Tag 1 da war und wahrscheinlich schon Tausende von Euro ausgegeben hat. Ganzes Geld weg. Ja, Bruder, aber alles hat ein Ende in der Welt. Alles hat ein Ende. Es ist nicht immer alles begrenzt. Also ganz ehrlich, der Server 6V wird auch bald weitergeführt. Ich laber ja keine Scheiße. Die Leute wissen ja, die kaufen ein Auto und natürlich wissen die, dass ihr Auto irgendwann mal auch nicht mal existieren kann, Bruder. Das weiß doch jeder. Keiner denkt an sowas. Dann schreib es doch in den Bedingungen, wenn jemand was kauft. Schreib es doch, dass es nicht für immer ist, dass das Server irgendwann nicht mehr existieren könnte. Ich glaube, das steht sogar in den T-Bex-Geschäftsbedingungen. Muss man sich mal durchlesen. Die sind halt auf Englisch. Ich will hier keine T-Bex-Sachen lesen. Ich will deine Geschäftsbedingungen sehen. Dass du den Leuten sagst, dass das nicht für immer ist. Tatsächlich bin ich nicht der Verkäufer. Ich bin der Vermittler von den Autos. T-Bex ist der Verkäufer. Und deswegen bin ich rechtlich nicht dazu gezwungen, eine AGB vorzuweisen. Und ja, ey, guck mal. Deswegen muss ich gar nichts machen, eigentlich. Das Argument mit, die Leute sind selber schuld. Darum geht's jetzt gerade gar nicht. Ich habe hier keine Leute, die Importautos gekauft haben. Ich habe versucht einmal mit einem. Ihr könnt euch an das Video erinnern. Mit dem einen, wie hieß der? Der für 500 Euro oder 200 Euro in einem Server, wo zwei Spieler sind, 200 Euro ausgegeben hat für... Der hatte keinen Bock zu reden, der hat sich verpisst. Ey, yo, Mann. Ja. Bist du der Holzmann? Ja. Der so viel reingepayt hat? Ja. Ja, bist du? 18. Was ist denn los, Mann? Warum gibst du denn so viel Geld aus in einem Server, wo 5 Spieler drauf sind? Ja, Bruder, ist Kumpel von mir. Ist Kumpel von dir? Ja, ja. Ihr kennt euch im Real Life, oder was? Ja. Wirklich? Ja. Warum gibst du denn das denn über Tabex, wenn das dein Freund ist? Dann gibt dir das doch privat über PayPal. Dann musst du doch... Dann bezahlst du doch keine Steuern. Scheiß drauf. Dann bezahlt er doch keine Steuern. Ja, komm, egal. Er ist rausgegangen. Er labert voll die Scheiße, Mann, Herr Kollege. Macht doch keinen Sinn, was hat er labert, die Laberbacke. Aber jetzt wissen wir, wie die Leute aussehen, die Importautos sind. Der ist eine richtige hohle Birne gewesen. Das sind anscheinend die Leute, die Importautos kaufen für 2-3 Euro. Mit diesen Leuten kann ich nicht reden. Die eine Seite ist sowieso dumm. Das sage ich doch gar nicht. Es ist doch so, oder nicht? Von deiner Seite aus. Jetzt sei mal ehrlich. Sind diese Menschen nicht dumm, die sowas kaufen? Also meiner Meinung, ich kann es auf jeden Fall nicht verstehen. Generell Umfeld und die Leute auf dem Server. Ich kann es nicht verstehen, aber man muss auch so denken, die Leute spielen auf dem Server und irgendwann mal hast du einfach das, irgendwann mal denkst du, okay, kann ich mir einen Import einfach holen, weißt du? Einmal 30 Euro ausgeben, das ist meistens einfach so der Fall. Aber es gibt auch Leute, die übertreiben, die kaufen echt sehr viel. Und die Leute haben dann, glaube ich, auch einfach ein Problem so mit Zocken oder so, keine Ahnung. Oder die stecken halt so hinter den Server. Ich habe auch Leute gehabt, die stecken so hinter den Server, dass sie sagen, Bruder, ich gebe Geld aus, um den Server zu unterstützen. Und dafür habe ich noch einen Import, weißt du? Und das ist halt so das Ding. Ich weiß, dass er weggegangen ist, aber keine Ahnung. Ja, ich bin weggegangen, aber ich habe es trotzdem gehört. Am Ende schade ich niemanden damit. Am Ende kann man auf den Server auch gehen und irgendwie einen Import da organisieren, dass man das einfach da abkauft von irgendeinem Spieler. Warum sollte man einen Server nicht unterstützen? Ich sag ja nie, dass man einen Server unterstützen soll. Die Spieler machen es eigentlich von alleine. Was auf jeden Fall für ein Argument spricht, dass der Server sich damit finanzieren kann. Ich kann mich ja auch noch finanzieren durch die Einnahmen. Was zahlst du im Monat für den Server? Also auf jeden Fall nicht über die Tausendergrenze, auf gar keinen Fall. Tausender nicht, aber man zahlt schon
viel. Wir haben so viel gelabert, muss ich deine Scheißstimme jetzt wirklich zensieren? Ja, ja, auf jeden Fall. Warum denn? Warum hast du denn so kleine Eier, dass ich einfach nicht einfach da so hochlade? Nee, ich möchte dir einfach nur mehr Arbeit machen, also. Das wird noch mehr Hate erzeugen. Die Leute sollen mich doch haten. Hate ist Aufmerksamkeit. So, ich zähle jetzt die kompletten Argumente auf, was an dieser Sache ekelhaft ist. Du verkaufst ein Auto für 100 Euro, was eine Bevorzugung gibt im Spiel. Das Auto ist schneller, es sieht schöner aus. Du hast im RP einen Vorteil dadurch, wenn du 100 Euro reinpayst. Erstens das. Zweitens, du hast für dieses Auto keine Ausgaben. Wenn es ein Skript wäre, wofür du Geld ausgegeben hättest oder du irgendwas programmieren müsstest, tamam, aber du hast 0 Cent Ausgaben, kein Aufwand, gar nichts. Das ist eine Sache von gefühlt einer Minute, dass du dieses Auto einfügst oder vielleicht sogar noch weniger. Nichts, kein Aufwand, gar nichts und du verlangst 100 Euro für, also quasi für gar nichts. Da kannst, also ich finde, der eine auf der Straße mit seinem Becher bettelt, der macht mehr als du. Erstens, also ich gebe tatsächlich sehr viel Geld, wie gesagt, für den Server aus. Ich versuche sehr viel selbst zu programmieren. Und dafür, dass ich das alles mache und andere Leute gehen arbeiten, ich mache sozusagen meine Arbeit auf dem Server. Oder Pay to Win ist der Server. Jeder Server, der sagt, dass sein eigener Server jetzt nicht Pay to Win ist und der verkauft Autos, die schneller sind, das ist eine Lüge. Komm nicht auf den Server, wenn du Pay to Win nicht magst. Wenn ich damit Cash verdienen kann, warum nicht, Digga? Am Ende, wen schade ich? Ich wollte jetzt nicht deine Lebensgeschichte hören, aber okay, alles gut dann. Wenn das für dich so legitim ist, dann ist okay. Wenn du damit zufrieden bist. Wir brauchen ja nicht weit. Was soll ich jetzt noch diskutieren? Er sagt selber, dass es Pay to Win ist. Für mich hat sich das erledigt so. Ich brauche jetzt gar nichts mehr zu argumentieren, wenn er es selber schon zugibt. Dann mach dein Ding, dann viel Spaß mit deinem Pay to Win Server. Der band mich einfach während Gespräch, was ein Opfer. Ich glaube, der war kurz vorm Heulen. Das ist eine Wurst. Richtiges Würstchen. Boah, Bruder, ich finde die, wenn ich so drüber nachdenke, Bro, die Leute, die ihr Geld ausgeben, sind noch dümmer. Bruder, geht nicht auf diesen Server drauf, scheiß auf diesen Lappen. Schenkt ihm keine Aufmerksamkeit, das will er. Macht einfach einen Bogen. Also, meine Empfehlung an euch ist sowieso, spielt kein RP. Wenn ihr Bock habt, dieses RP zu machen, macht das genauso wie ich. Macht Action, macht ab und zu nur RP. So, genauso wie ich sollte ihr es machen, dann habt ihr euren Spaß. Wenn ihr ein Game haben wollt, wo ihr paid, ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr was zocken wollt, wo ihr paid, Bruder, dann zockt lieber Clash Royale. Da hast du wenigstens eine Karte. Bruder, ich habe Clash Royale gezockt. Vor 2016 habe ich mir meine Karten gekauft mit diesem Juwelen-Ding. So, ich habe die immer noch. Das Ding ist 6, 7 Jahre alt. Clash Royale, alles. Ich habe immer noch alles. Da ist das etwas wenigstens, du hast es für immer und ewig hast du es einfach. Hier, Bro, du zockst, du verballerst dein Geld. Hier ist 6B. 2 Jahre war der Server da. Gab es bestimmt so viele Leute, die über 1000 Euro ausgegeben haben. Ganzes Geld weg. Diese Leute sind dumm. Ich bin mir aber nicht sicher, wer in dieser Geschichte dümmer ist. Was heißt dümmer? Wer der größere Idiot ist, der Projektleiter oder die, die es kaufen? Ich glaube, beide sind gleich dumm. Ich habe keine Toleranz für Leute, die dafür Geld ausgeben. Die sind genauso dumm, finde ich. Aber ich glaube tatsächlich, die, die es kaufen, sind noch dümmer. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich der Fall. Würde ich auch sagen.